Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar zum dritten Part der Vorstellung aller meiner Pferde, die ich ja Stück für Stück machen möchte, weil es einfach viel zu viele sind, um sie alle in einem Stück vorzustellen, weil über 65, ich weiß nicht, mittlerweile wahrscheinlich an die 70 Pferde, wird das einfach wahnsinnig eng. Ja, und jetzt kommen wir, nachdem wir ja schon die ersten zwei Parts gesehen haben, heute zu den Fs. Ja, also theoretisch. Weil eigentlich sind da theoretisch noch die Ds. Da tat ich mich aber so ein bisschen schwer. Ich habe ja jetzt die As und die Es euch schon gezeigt. Dazwischen wären ja die Ds gewesen. Aber bei D gibt es nur das friesische Sportpferd. Und ja, dieses das sehe ich jetzt nicht so wirklich als einen Namen an. Und habe ich jetzt einfach mit zu den Friesen gepackt. Also sind wir bei F. Beginnen aber mit den friesischen Sportpferden. Weil, ja, eigentlich, ne, wenn man jetzt mal so richtig es sieht, müsste man sie einfach zuerst nennen. Ja, und da haben wir sie. Zu den friesischen Sportpferden. Ich habe jetzt als erstes, fangen wir hier mal an, tatsächlich mit dem neuen Modell. Die friesischen Sportpferde bekommt ihr bis auf eine Ausnahme in New Hillcrest. Sie kosten dort 890 Starcoins. Ja, und sind im letzten Jahr nach und nach rausgekommen. Da gibt es hier diesen, ja, ich tue mich da so ein bisschen schwer. Was ist das für eine Farbe? Also so ein richtiger Rappe ist es ja nicht. Er ist grau, hat so ein paar Dots hier im Fell. Ich finde ihn total toll. Und ja, die Mähne und der Schweif, das ist so ein bisschen ombre-mäßig. Es sind so ein paar braune, kupferfarbene Strähnen dazwischen. Ja, ein Pferd, was mir unheimlich Spaß gemacht hat auch. Und was mich ein ganzes Stück begleitet hat, mein Dark Beam. Bei mir haben die friesischen Sportpferde alle irgendwas mit Beam bekommen, bis auf dann den Schimmel, zu dem kommen wir dann auch gleich noch. Weil da fand ich einfach irgendwie, ja, da passte das Beam nicht, da wollte ich irgendwas Weißes. Weil eben ein Schimmel. Gut, aber machen wir hier weiter. Neben Dark Beam gibt es dann auch noch dort den Gold Beam. Viele nennen ihn, und auch ich gehöre dazu, so ein bisschen das Barbie-Pferd, weil er hat so ein bisschen was von Barbie, finde ich. Ne? Er ist so irgendwie, ja, er ist einfach ein Barbie-Pferd. Was soll man anders sagen? Ne, mit diesem ja, Schwarzwälder-Fuchsfarbenen Fell, der blonden Mähne. Das erinnert alles so ein bisschen an den Schwarzwälder-Fuchs. Wer die Rasse nicht kennt, sollte sie mal googeln. Und vier weiße Beine hat er. Ist ein wirklich tolles Pferd geworden. Habe ich auch sehr, sehr gerne geritten und war viel mit ihm unterwegs. Ich mag überhaupt ja, das sind ja auch erklärt meine absoluten Lieblinge in Star Stable. Die friesischen Sportpferde und die Friesen. Und ja, von daher natürlich auch er. Ja, und dann kommen wir namentlich gesehen zur einzigen Ausnahme. Das ist unser kleiner Snow Prince. Und der Snow Prince ist als Schimmel, hat auch diese Ausnahme, von der ich ganz zu Anfang sprach. Denn dieser Schimmel steht nicht in New Hillcrest, sondern im Mondsicheldorf. Er kam mit mehreren anderen, ich glaube Schimmel waren es alle. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was es für eine Gruppe war. Da müsste ich echt nochmal nachgucken. Aber wer das von euch weiß, kann es ja auch gerne mal in die Kommis schreiben. Das war einfach eine Sonderfarbe. Da kamen drei Pferde verschiedener Rassen in neuen Farben. Und dabei war eben auch hier Snow Prince. Und ja, ich fand ihn super klasse. Ich habe ihn damals mit euch zusammen in einem Stream live gekauft. Und ja, da war ich auch mal mit dem Namen relativ sicher. Da gibt es da tatsächlich auch noch die lustige Gegebenheit, dass am selben Tag nach mir die Alicia Snowdaughter die Mandy einen Stream anwarf und ebenfalls dieses Pferd hier gekauft hat und da die Community ja, sich entschieden hat, auch für den Namen Snow Prince. Sie hatte da so ein bisschen ein paar Namen als Wahl ausgegeben und ja, die Wahl fiel dann auf Snow Prince und somit ja, haben wir zwei Snow Princen. Mandy und ich haben hier diese Zwillingsschimmel. Ja, auch hier, er ist nicht mal ganz rein weiß. Er hat, wenn man genau hinguckt, man sieht es hier so ein bisschen, ne, so ein paar graue Punkte im Fell. Total toll geworden und ich liebe dieses Pferd. Also er ist im Grunde, ja, mit ein absolutes Lieblingspferd. Also selbst wenn ich jetzt mich bei den Friesen und den Sporties halt entscheiden müsste, da wäre die Wahl wohl relativ klar bei Snow Prince, wenn es da ums Lieblingspferd geht. Vorher war das, vor Snow Prince, war das hier der Silver Beam. Und er gehört halt auch zu den Sporties, die in New Hillcrest am Stall oben stehen. Und ich habe ihn total gerne geritten. Und ja,
habe ihn auch auf vielen, vielen Bildern und ihr kennt ihn auch, wenn ihr meine Streams guckt, auch von dem Stream-Anfangsbild und so. Na, also da ist überall der Snow Prince, nein, der Silverbeam zu sehen. Jetzt habe ich einen Knoten, aber gut, ihr wisst, was ich meine. Und ja, Silverbeam hat mich halt auch sehr viel begleitet und ich bin ihn ewig lang geritten, weil ich diese Farbe einfach ja mega toll finde. Und diese rötlichen, ja, Bernstein, kupferfarbenen, ja, so Bernstein ist es wohl eher, ne, die Augen. Das finde ich einfach auch mega, mega schön. Ja, und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, es gibt auch alte friesische Sportpferde. Und davon habe ich tatsächlich nur diesen einen, den Crescent Whisperer. Und dieses Pferd findet ihr tatsächlich auch immer noch in Fort Pinter. Und er kostet da 690 Starcoins. Ja, ja. Also wer dann hier so mehr auf die alten Farben steht. Ich mag ja einfach so dieses Schwarz-Weiß. Deswegen liebe ich ja auch hier den kleinen Chip-Chip. Das Pünktchen Pony, den Mustang, ne? Dieses gepunktete. Ich finde das total schön. Das ist einfach lebhaft. Das ist nicht so angestrichen. Wobei man da mal ja auch sagen muss, Star Stable verändert sich da wirklich. Ne? Und es wird immer besser, was sie da machen. Und ja, es ist nicht mehr einfach nur angestrichen, ne? Sondern man hat richtig Schattierung. Man sieht es jetzt hier auch gerade ganz toll bei Silverbeam, ne? Wie unterschiedlich hier dieses Silber, dieses Grau an ihm ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die alten Friesen. Ja, ja, es gibt auch noch das alte Friesenmodell bei vielen von uns im Stall. Und bei mir ist es der Dark Blood. Und dieser Friese stand immer bei Steve, so wie auch heute die neuen Friesen. Und so stand auch Dark Blood bei Steve und kostete damals 790 Starcoins, beziehungsweise ich glaube, sie waren teurer. Sie kosteten über 900 Starcoins und wurden dann verringert, also reduziert im Preis, als die neuen Friesen ins Spiel kamen. Ja, und da kam dann so eine Geschichte, die bis heute so ein bisschen mysteriös war. Es hieß nämlich, die alten Friesenmodelle, also dieses hier, wie Dark Blood es ist, die sollen zu Ferdinand auf den Pferdemarkt kommen. Und ja, dann dort zum Kauf stehen. Nur bis heute ist das nicht passiert. Also die alten Friesenmodelle sucht man vergebens. Es gibt die friesischen Sportpferde, davon steht auch, wenn ich mich richtig erinnere, eins auf dem Pferdemarkt. Aber die richtigen Friesen, die sind und bleiben verschollen seit der Einführung der neuen Friesen. Und damit kommen wir dann hier zu dem ersten, dem Northwind. Das ist hier der mattschwarze. Es gibt da ja ein bisschen verschiedene. Die anderen zwei habe ich auch. Die stehen hier hinten. Die zeige ich euch auch gleich noch. Und ja, Northwind ist, wie gesagt, der mattschwarze. Wenn ich mich jetzt richtig gerade erinnere, ist das auch der, den ich drüben auf meinem anderen Account habe. Bei Ximena Evening Rider. Das ist auch der mattschwarze. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Finde aber auch die glänzenden sehr toll. Also, ja, schwer zu sagen. Sie sind halt alle so ein bisschen anders, ne? So ein bisschen unterschiedlich. Aber letzten Endes halt doch Rappen. So, hier haben wir den Bright Dancer, den glänzenden Tänzer. Wie ihr seht, hier so ein ja, im Vergleich gleich, wenn man hier mal rüber schaut, ne, jetzt kann man es, glaube ich, sehen. Er ist so ein bisschen rötlich im Glanz, während hier drüben er so ein bisschen bläulich, lackschwarz ist. Und das ist dann der Unterschied. Ne? Es ist nicht wirklich ein Riesenunterschied bei den Friesen. Ich muss mich ehrlich dran gewöhnen, dass man jetzt auf die Shift-Taste drücken muss, wenn man langsam geht. Und hier der Blue Fire Flyer, der ist halt eben so ein bisschen bläulich, ne? Und das ist der ganze Unterschied. Hier sieht man es jetzt wieder andersrum, ne? Also, ja, so ein bisschen blau und ein bisschen tiefer schwarz. Leicht rötlich würde ich mir sogar einbilden, ne? So ein bisschen zu vergleichen mit der Mähne hier von dem friesischen Sportpferd, was wir hier vorne uns angeguckt haben. Na, das passt dann auch da ganz gut, wenn man hier die Mähne sieht. Wobei, die ist mehr so kupferig, goldig. Schwer zu sagen, wie da die Unterschiede liegen. Aber es gibt sie eben, die Unterschiede. Und ja, das sind meine Friesen und friesischen Sportpferde. Wie ihr seht, auch eine Riesenauswahl. Ich habe da und so auch nicht gegeizt und konnte dann wieder nicht Nein sagen. Ihr kennt das Drama ja bei mir. Ich kann mich immer nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll und im Endeffekt ziehen sie dann nach und nach alle bei mir ein. Ja, das waren letzten Endes schon die Ds. Es sind ja doch einige hier bei mir, nicht Ds, nein, die Fs. Und ja, ich werde jetzt wieder auch wie in den anderen beiden Folgen euch ein paar Bilder draußen zeigen, bewegte Bilder mit ein bisschen Musik unterlegt und in der nächsten Folge überspringen wir dann tatsächlich wieder einige Buchstaben, es sei denn, es passiert jetzt noch irgendetwas Großartiges.
denn da werden dann nach den Fs die Is folgen. Ja, freut euch schon mal drauf, aber jetzt schaut euch doch erstmal die nächsten Bilder an, die kommenden Bilder jetzt hier in diesem Video, nämlich mit ein bisschen Musik unterlegt. Ich präsentiere die Fs.